Zug. Lärpel? Ja. Sie bleiben. Jawohl, Herr Bezirksamtmann. Ich werde die Leute schon Mores lehren. Was soll aus unserem Vaterlande werden, wenn der Staatsanwalt kein Zettel in der Verwaltung der Gemeinden und Landkreise verwurmt ist? Wie soll Ackerbau und Viehzucht gedeihen, wenn man überall vorsintflutliche Verhältnisse antrifft? Ich werde Versammlungen abhalten und die Bauern über moderne Stallhaltung aufklären. Ach, übrigens, was ich noch sagen wollte, Klasel. Ja? Sie kennen doch die örtlichen Verhältnisse, sind doch lange genug im Dienst. Jawohl, Herr Bezirksamtmann, seit 24 Jahren. Tja, es geht um Folgendes. Mein Schwager, Professor Mutius, beabsichtigt ebenfalls hierher nach Bayern zu ziehen, verstehen Sie? Als Künstler ist er ja unabhängig. Ich suche nun eine passende Wohnung für ihn. Gibt es da nicht irgendeine geeignete Liegenschaft, die zum Beispiel dem Bezirksamt bzw. dem Staat gehört? Ja, also, Herr Bezirksamtmann, ohne Einsicht der Akten wüsste ich da eigentlich nur das Haus, wo die Witwe von dem Oberförster Thoma wohnt. Das ist drüben in Gamsting. Dann geben Sie doch mal die Unterlagen. Ja, die Unterlagen, ja.